Ja, Miss Elend? Wenn nichts mehr vorliegt, Sir, mache ich Feierabend. Nein, ich habe nichts mehr, Miss Elend. Ich bin auch im Begriff zu gehen. Guten Abend. Straker? Objekt ausgemacht, Commander. Habe Signal auf Positivspur. Kurs 428146, grün. Geschwindigkeit 048. Entfernung 22 Millionen Meilen. Kommt näher. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Kontrolle an Abfangjäger, haben UFOs auf Positivspur. Grün. Mondbasis an Shadow-Kontrolle. Bestätigen UFO-Sichtung. Abfangmaßnahmen sind im Gang. Objekte behalten Geschwindigkeit und Kurs bei. Entfernung 21 Millionen Meilen. Entfernung 20 Millionen Meilen. Positivspur, grün 140273. Ja, das haben wir. Verstanden. Wir bestätigen Umlaufbahnposition. Ändern Sie Geschwindigkeit auf 4, 0, Dezimale 7. Habe grün auf 1, 2 und 3. Geschwindigkeit Sol 0, Dezimale 7, 8. Entfernung 17 Millionen Meilen. Was Neues? Noch nicht, Sir. Rakete 3, Zerstörungsmeldung negativ. UFO außerhalb unseres Wirkungsbereiches. Nimmt Kurs auf Erde. Ich muss schon sagen, das war wieder mal Maßarbeit, Ed. Ich bin nicht ganz zufrieden. Nun, das eine, das durchgekommen ist, hat was abgekriegt. Sky-1 wird es erledigen. Fort, wo bleibt die Bahnberechnung? Legt gleich vor, Sir. Endpunkt Nordatlantik, Planquadrat G6. Commander Straker, da kommt ein Flugzeug ins Zielgebiet. Meldeortung 013, Bereich Rot 412. Habe Positivspur. Erwarte Bestätigung. Wenn es keine Militärmaschine ist, was zum Teufel ist es dann? Es ist auch keine Verkehrsmaschine. Sie fliegt viel zu hoch und zu weit von den Luftstraßen. XV-104 an Kontrolle. Hier, Kontrolle. Gehen auf Horizontalflug. Höhe 250.000, Geschwindigkeit 2.200, Druck normal, Kabinentemperatur 22. Beginnen mit Testprogramm, wenn Gebiet G6 erreicht ist. Verstanden, XV-104. Ventura Flugzeugwerke, haben Sie eine Maschine über dem Nordatlantik? Willst du es nicht lieber abblasen? Augenblick. Sir, es ist eine Versuchsmaschine auf Testflug. Verkehrsmaschine? Das hat er nicht gesagt. Wollen Sie selbst mit ihm sprechen? Wie ich höre, haben Sie eine Maschine über dem Nordatlantik, im Planquadrat... G6. Ja. G6, richtig.
Veranlassen Sie den Piloten zur Kursänderung. Wohin Sie wollen, von dort muss sie unbedingt weg. Interessiert mich überhaupt nicht, wie viel das kostet. Rufen Sie ihn von da weg, sonst sind Sie Ihre Maschine los. Paul, wir sind nur 150 Meilen vom Testgebiet entfernt. Erreichen das in circa 4 Minuten. Danke. Der Skydiver, Sir. Captain Carlin. Geben Sie Ihre Position durch, Captain. Wenn Sky 1 abgehoben hat, beginnen wir mit den Abfangmaßnahmen, Commander. In Ordnung. Sky 1, fertig zum Abheben. Sky 1 hat abgehoben, Sir. Beginnt Abfangmaßnahmen. Konstanter Kurs 014, Geschwindigkeit 2185 Meilen. Jim. Wir sind im Begriff zu der... Was ist denn das? Werden wir gleich wissen. Wir rücken ihm auf den Pelz. Nicht zu fassen, unglaublich. Nimm lieber die Filmkamera, Jim. Versuch, Nahaufnahmen zu schießen. Okay. Aber UFO auf Radarschirm. Gehe zum Angriff näher ran. Kontrolle an XV-104. Was ist los, Kontrolle? Ändern Sie Kurs auf 024. Hören Sie, Bill, vergessen Sie den Testkram. Wir sind etwas ganz Tollem auf der Spur. Aber Paul, das ist ein Befehl von oben. Kurs ändern. Bedauere, Kontrolle. Ende. Besorgen Sie mir jemand, auf den er hört. Holen Sie seinen Chef aus dem Bett, wenn es nötig ist. Was soll ich ihm sagen? Was Sie wollen. Sagen Sie, dass die Maschine in die Sperrzone eingeflogen ist. Irgendwas. Hauptsache, wir kriegen sie da raus. Gut, Sir. Entfernung 125 Meilen. Komme näher. Du wirst es abblasen müssen. Sky 1 greift an. Die Maschine fliegt auf eigenes Risiko. Ziel programmiert. Raketenzündung in 25 Sekunden. Paul, da ist noch jemand am Ball. Lass sie, kümmere du dich um die Fotos. 5, 4, 3, 2, Achtung und Zündung. Positiv, UFO zerstört. Und die Testmaschine? Sie war dicht dran, hat bestimmt was abgekriegt. Regen Sie sich bitte nicht auf. Aber ich... Mr. Foster, hübsch im Bett bleiben, ist doch alles gut. Ist doch alles in Ordnung. Gut, danke, Schwester. Vorübergehende Erblindung, Mr. Foster. In ein paar Tagen werden Sie wieder so gut sehen wie früher. Mein Name ist Fraser. Dr. Fraser. Wo bin ich? Im Grenville-Hospital. Sie sind ausgestiegen. Gerade noch rechtzeitig. Haben Sie Hunger? Ja, ich glaube schon. Gut. Ich sage der Schwester Bescheid. Wie spät ist es?
Kurz vor zwei. Wie lange bin ich schon hier? 6 Tage. Ich kümmere mich ums Essen. Was ist mit Jim? Er hat's nicht geschafft. Tut mir leid, Foster. Paul, wie geht's uns? Ganz gut. Die Ärzte sagen, es ging Ihnen prächtig. Die müssen es ja wissen. Setzen Sie sich, Paul. Zigarre? Danke, gern. Sie sind Pilot. Testpilot. Einer der Besten. Sie haben aber, wie soll ich sagen, Sie haben ein Trauma durchlebt, Paul. Doch das gehört der Vergangenheit an. Wir müssen an die Zukunft denken. An Ihre Zukunft. An meine Zukunft? Wenn ich was vorschlagen darf, machen Sie jetzt erst ein paar Monate Pause. Natürlich bei vollem Gehalt. Natürlich, ja. Also gut, dann würde ich sagen, Sie lassen wieder von sich hören in 3 Monaten. Eine Frage. Bitte? Wo ist die Filmkamera geblieben? Wo ist der Film, der drin war? Hören Sie mal bitte zu. Wo ist der Film? Paul. Sie haben meinen Bericht bekommen. Haben Sie ihn gelesen? Ich weiß, wann er geschrieben wurde. Nachdem Sie aus einer einwöchigen tiefen Bewusstlosigkeit erwacht waren. 1 Woche, 6 Wochen. Ist doch völlig nebensächlich. Aber so hat es sich abgespielt, das ist wahr. Das glauben Sie doch selbst nicht. Explosion. Merkwürdige Lichter, unbekanntes Flugobjekt. Lassen Sie den Film entwickeln, dann sehen Sie es. Ich kann da nichts machen. Alles wurde beschlagnahmt. Wir haben mit einer militärischen Untersuchung zu rechnen, mein Lieber. Gut, aber ich will gehört werden. Die würden Sie in der Luft zerreißen. Das kauft Ihnen doch niemand ab. Seien Sie doch vernünftig, Paul. Sie würden nie wieder für mich fliegen. Und für einen anderen auch nicht. Begreifen Sie nicht oder wollen Sie nicht begreifen? Hallo, Alec. Na, was meinst du? Der modebewusste Herr. Ich habe mir gedacht, das wäre das Richtige für einen wohlsituierten Filmproduzenten. Die Tarnung muss gewahrt bleiben. Ich muss mich da oben immer mal wieder blicken lassen. Apropos Tarnung, General Henderson hat gerade angerufen. Was wollte der hohe Herr? Foster wünscht, gehört zu werden. Foster? Der Testpilot? Er ist kein Dummkopf. Er weiß, was er gesehen hat und bleibt dabei. Kam der Co-Pilot nicht um? Ja. Dann gibt es für seine Aussagen keine Bestätigung. Richtig. Ich hoffe, Sie werden sich auch außerhalb des Cockpits wohlfühlen. Luxusausführung. Nehmen Sie doch Platz. Komfort, Abgeschiedenheit und völlige Sicherheit. Was wollen Sie noch mehr, mein Lieber? Antwort auf ein paar Fragen. Dann schießen Sie los. Wo ist der Film von der XV-104 geblieben? Da haben wir ja fast denselben Gedanken. Die Kamera war zum Glück unbeschädigt. Und wie ist das Resultat? Habe ich nun ein unbekanntes Flugobjekt gesehen oder nicht? Ah, Sie wissen es also nicht genau. Weichen Sie mir nicht aus, Dr. Jackson. Ich will es nicht bestreiten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie was gesehen haben. Das ist immerhin ein Anfang. Ah, Kaffee. Hören Sie, Jackson. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Der Film zeigt Großaufnahmen eines Objekts.
Ich bin kein Neuling in dem Geschäft. Dieses Ding stammt nicht von Mutter Erde, da bin ich sicher. Lass den Film laufen, Sai. Das begreife ich nicht. Das ist der andere. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Was bezweckt ihr damit? Ihr habt es rausgeschnitten, wegretuschiert. Warum, Foster? Warum sollten wir so etwas tun? Für dieses Grinsen sollte ich Ihnen glattweg ein paar... Tja, lieber Freund, Irren ist menschlich. Man darf nun mal nicht alles für bare Münze nehmen. Genügt Zeit. Haben Sie das gesehen? Noch ein kleiner Trick? Ich meinte, wie es stoppte. Stoppte? Passen Sie auf, ich werfe es hoch und es fällt wieder in meine Hand zurück. Aber für einen Sekundenbruchteil auf dem höchsten Punkt der Flugbahn bleibt es stehen. Mitgekriegt? Aber es ist stehen geblieben. Wenn Sie es behaupten... Und diese Behauptung war nicht richtig. Es bewegt sich vorwärts mit 2500 Meilen. Alles Übrige in diesem Flugzeug. Und gleichzeitig bewegt sich diese Maschine wieder zusammen mit der Erdrotation. Verwirrend, aber ein Faktum. Und Tatsachen können sich verwischen, wenn man in einer Höhe von 250.000 Fuß durch die Nacht fliegt. Also, erzählen Sie mir mal hübsch der Reihe nach, was war. Was haben Sie vom Cockpit aus gesehen? Ein außerirdisches Raumfahrzeug. Eine Lichtquelle? Ja. Eine Sinnestäuschung? Nein. Ein Lichtreflex auf dem Armaturenbrett? Nein. Eine Spiegelung vom Glas Ihres Augenschutzes und der Kanzelverglasung? Nein! Ich könnte noch 100 Erklärungen anführen. Es gibt nur eine, das wissen Sie genau wie ich. Lassen wir das. Ich muss einen Bericht schreiben. Dafür müssten Sie mir noch ein paar Fragen beantworten. Ihr Name Paul Foster. Adresse habe ich. Sie sind Pilot seit... 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Und Testpilot seit 2 Jahren? Richtig. 2 Jahre. Das ist ja interessant. Sie haben schon mal eine Meldung gemacht. Das war vor 3 Jahren. Jawohl, Sir. Und wenn ich nicht irre, 2,5 Jahre davor auch schon? Sie irren sich nicht. Nun dürfte es ja wohl ein paar Jahre dauern, bis wir uns wiedersehen. Entschuldigung. Normalerweise komme ich nicht so rein. Der Portier hat mir aufgeschlossen. Reizend von ihm. Was zu trinken? Warum haben Sie meinen Bruder umgebracht? Hast du den Bericht gelesen? Ich konnte es mir nicht verkneifen. Irgendwelche Schlüsse? Ich glaube, wir können halbwegs zufrieden sein. Ganz meine Meinung.
Drei UFOs erledigt. Zwei von den Abfangjägern der Mondbasis und eins in der Erdatmosphäre von Sky 1. Aber ein paar Dinge machen mir immer noch Sorge. Die Abfangjägerstab zum Beispiel. Du meinst zu langsam? Genau. Bei Alarmstufe Rot müssen die Maschinen in 2 Minuten oben sein. Mhm. Flieg zur Mondbasis, Alec. Drill sie oder lob sie. Setz ihnen zu. Mach, was du willst. Aber sie müssen schneller sein. Großartige Aufgabe. Und wo kriege ich den Knüppel her? Das wäre meine Methode. Du kannst das ohne. Deswegen schicke ich dich. Du kannst die Männer um den kleinen Finger wickeln. Na schön. Gibt es was Neues von Foster? Ja, der Bursche ist zäh und widerspenstig. Und was ist, wenn er dahinter kommt? Ein Mann gegen die Mammutabschirmung eines solchen Apparates? Ist doch absurd. Und dann hat man mir gesagt, Sie hätten sich eine Geschichte ausgedacht. Weil Sie den Verlust einer so wertvollen Maschine auf dem Gewissen hätten. Und den Tod meines Bruders. Miss Mill, Sie haben jetzt beide Versionen gehört. Wem glauben Sie? Ich weiß nicht. Sie wissen aber, dass die zuständigen Stellen schon früher das Vorhandensein von UFOs offiziell dementiert haben. Warum wohl? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Warum streiten Sie es ab? Warum wird es vertuscht? Ich will es Ihnen verraten. Angenommen, die Behörden hätten Beweise. Unbestreitbare Beweise, dass UFOs auf der Erde gelandet sind. Was würde sich abspielen, wenn das bekannt würde? Massenhysterie. Panik. Es würde zu einem Chaos kommen. Also, gibt man die Meldung nicht bekannt. Es wird einfach dementiert. Jeder, der behauptet, ein UFO gesehen zu haben, wird zum Phantasten erklärt. Vor 5 Jahren habe ich das erste gesehen. 2 Jahre später ein weiteres. Sie existieren, glauben Sie es mir doch. Diesmal war Ihr Bruder dabei, wir haben es beide gesehen. Ich glaube Ihnen, Mr. Foster. Danke. Ihr Bruder hatte einen Fotoapparat, hat man den gefunden? Ich habe keine Ahnung. Einiges ist unversehrt geblieben. Aber ich durfte es nicht sehen. Es ist beschlagnahmt worden. Wer hat Ihnen das gesagt? Der Chef der Flugzeugwerke, Mr. Koufax. Koufax! Tun Sie mir einen Gefallen. Kommen Sie morgen wieder. Wo wollen Sie denn hin? Mir geht ein Licht auf. Keine Sorge, die halten mich alle für verrückt. Ich habe Narrenfreiheit. Sagen Sie mir wenigstens, wohin Sie wollen. Das erfahren Sie morgen. Thank you.
Koufax, du hättest dir was Besseres ausdenken sollen. Aha. Sieh an. Danke. Ist etwas? Paul Foster ist ins Büro von Koufax eingebrochen. Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Es ist nichts zu sehen. Nein. Und das beweist, dass dieser Film ebenfalls retuschiert worden ist. Paul, wäre es nicht vielleicht besser, alles zu vergessen? Kommt nicht in Frage. Ich kann jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Unmöglich. Gut, ich hole die alten Zeitungen, von denen wir eben gesprochen haben. Alles in Ordnung? Es geht mir großartig. Wer war das? Der Portier auf keinen Fall. Ich hole ihn was zu trinken. Na bitte. Was heißt das, Paul? Straker. Ed Straker. Paul Foster? Nein, telefonisch möchte ich das nicht machen. Sagen Sie ihm, er möchte ins Studio kommen. In einer Stunde. Gut. Versuchen Sie, Freeman aufzutreiben. Ich möchte ihn sprechen. Ja, Sir.
Du hattest Sehnsucht nach mir? Ja. Ich habe Paul Foster zu mir gebeten. Und wie viel weiß er? Das soll er mir verraten. Pass auf, dass hier alles klappt. Hm. Willst du ihm die auf die Brust setzen? Guten Tag, Sie wünschen? Mein Name ist Foster. Ah ja, Sie wollten zu Mr. Straker. Mr. Straker musste zu seinem Bedauern umdisponieren. Er erwartet Sie am Rupert Square. Hm. Rupert Square? Bemühen Sie sich nicht weiter. Sie dürften Paul Foster sein. Ich heiße Straker. Ed Straker. Hey, Louis! Wo steckst du? Augenblick, komme sofort! Eine Frage. Ist das Ding echt? Entschuldigen Sie mich. Wie gefällt Ihnen das? Na, nicht schlecht. Aber irgendwas fehlt. Meiner Meinung nach könnte da oben noch was hin. Ja, dann würde es mir gefallen. Du weißt, was mir vorschwebt. In etwa, Mr. Straker. Vielleicht fällt mir noch was Hübsches ein. Gut, dann werden wir morgen früh über alles Weitere sprechen. In Ordnung. Ja, ich glaube, das wird eine fantastische Sache. Das war Louis, Bühnenbildner und Architekt. Begabter Junge. Und nun zu Ihnen. Was haben Sie mir zu bieten, Mr. Foster? Unbekannte Flugobjekte. Oh, gutes Thema. Haben Sie ein Manuskript? Nein, es ist kein Filmstoff. Ich habe eins gesehen. Nun haben Sie mich aber neugierig gemacht. Ja? Wo ist Commander Straker, Miss Eland? Immer noch mit Foster zusammen. Danke. Zugegeben, das ist eine fabelhafte Geschichte, Mr. Foster. Aber ich bin in der Filmbranche. Es wäre ratsamer, Sie erzählten die Sache der Polizei, der Armee, der Marine. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe sehr viel zu tun. Ein toller Wechsel vom Luftwaffenoffizier zum Filmproduzenten. Sie haben wohl Kurzschluss. Ihre Nerven sind strapaziert. Glauben Sie? Mr. Foster, kommen Sie bitte in mein Büro. Fabelhaftes Büro. Oh, ein bisschen groß. Spärlich möbliert und sehr schwer zu heizen. Aber hier sind wir ungestört. Ach, und noch eins. Schalldicht ist es ebenfalls. Jetzt bin ich dran. Vor 10 Jahren waren Sie Colonel bei der Luftwaffe. Sie hatten in Astrophysik promoviert. Dann 2 Jahre Mondforschung in Massachusetts. Berufsoffizier. Warum haben Sie quittiert? Sagen wir, ein Autounfall hat mich bewogen, meine Laufbahn zu ändern. Was für ein Unfall? Ein Reifenplatz. An einem Rolls-Royce mit 85 Kilometern. Die fabrizieren die Reifen nicht.
Warum wurde denn die ganze Gegend abgesperrt? Aus Sicherheitsgründen. Ein britischer Kabinettsminister wurde ja dabei getötet. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Das ist mir auch völlig gleichgültig, Mr. Foster. Hören Sie, Sir. Ich habe in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Erst die Sache mit Koufax. In seinem Safe fand ich einen Brief an Sie. Gut, da war nichts dran. Aber ihn hatte sich jemand vorgeknöpft. Und dann Jackson von der Abwehr, der mich wie einen Vollidioten behandelt hat. Was ist mit dem Film passiert, Straker? Dieser Film lieferte den Beweis. Dieser Film kostete meinem Co-Piloten das Leben. Ach so, dann noch die zwei Burschen, die zu mir kamen und sich wie die Vandalen benahmen. Die sollten mich wohl einschüchtern, mir Bammel machen. Wo sind Ihre Beweise, Foster? Zeigen Sie mir einen einzigen, bloß einen. Aber Sie tönen nur immer, Foster hat recht, alle übrigen sind im Irrtum. Ich behaupte nur, ich habe recht. Aber das stimmt nicht. Fehlschluss, Foster. Sie reimen sich da was zusammen. Ich denke gar nicht dran aufzugeben. Ich mache so lange Krawall, bis es allen in den Ohren dröhnt. Sie hören doch von mir, Herr Filmproduzent Straker. Verlassen Sie sich drauf. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, Mr. Foster. Eine akustische Waffe. Clever gemacht. Wir befestigen Ladungen hinter den Wänden eines Szenenaufbaus. Laden mit Platzpatronen und wenn man feuert, bringt das Geräusch die Ladungen zur Explosion. Sehr realistisch, nicht wahr? Das verschlägt Ihnen die Sprache. Ich habe noch viel mehr Überraschungen für Sie auf Lager. Kommen Sie. Öffnen Sie bitte. Geht in Ordnung, Miss Eland. Also. Sie sind Testpilot. Das wissen Sie doch. Mit ungewöhnlichem Reaktionsvermögen. Anzunehmen? Dann geraten Sie bitte nicht aus der Fassung. Straker. Stimmerkennung positiv. Commander Straker. Wo sind wir? Im geheimen Hauptquartier von Shadow. Shadow? Mhm. Hauptquartier zur Abwehr außerirdischer Eindringlinge.
Hallo, Alec. Ich erwarte euch. Was wird mir jetzt aufgetischt? Sie waren auf einem Testflug über dem Nordatlantik, Foster. Durch ein unglückliches Zusammentreffen und durch Ihre Dickköpfigkeit wurden Sie Zeuge eines Zwischenfalls mit einem UFO. Ah, das ist Colonel Freeman. Dr. Fraser kennen Sie ja schon. Guten Tag, Foster. Was machen die Augen? Wir riefen bei Ihnen eine künstliche Erblindung hervor, um Sie für ein paar Tage aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr Chef, Mr. Koufax, wusste von alledem nichts, aber er spielte mit. Er musste ja an seine Militäraufträge denken. Unsere Mitarbeiter, Doug Jackson und Tsai Chan. Jackson ist ein ebenso guter Psychiater wie Verhörspezialist. Durch seinen Bericht wissen wir eine ganze Menge über Sie. Ja, zielbewusst, gutes logisches Denkvermögen, energisch, ein klein wenig eigensinnig. Louis Graham, Elektronikspezialist. Zum Glück versteht er auch was von Architektur. Alles war also von Ihnen säuberlich eingefädelt. Aber wozu diese Fassade? Warum Shadow? Weshalb die Geheimnistuerei? Das haben Sie doch selbst ihr Treffen zusammengefasst. Angenommen, die Behörden hätten Beweise. Unbestreitbare Beweise, dass UFOs auf der Erde gelandet sind. Was würde sich abspielen, wenn das bekannt würde? Massenhysterie. Panik. Es würde zu einem Chaos kommen. Also? Das habe ich doch in meiner Wohnung gesagt. Die Meldung nicht bekannt. Guten Tag, Paul. Lieutenant General Wade, mit der Durchführung des Projekts Foster beauftragt. Alles, was mit Ihnen angestellt wurde, war ein Test. Sie haben die für Sie sorgfältig ausgelegten Köder angenommen, zeigten allerdings auch Eigeninitiative. Aber wie dem auch sei, über kurz oder lang wären Sie hier bei uns gelandet. Ich danke Ihnen. Bleib bitte, Alec. Darüber sind Sie sicher wohl klar. Wir werden Sie nie mehr freilassen. Sie wissen zu viel. Einen Weg gibt es allerdings. Shadow braucht Mitarbeiter. Ich spreche von Persönlichkeiten, führenden Köpfen. Wir brauchen Männer, die in der Lage sind, modernste U-Boote zu befehligen, eine Mondbasis zu leiten. Die richtigen Männer. Gehören Sie dazu, Foster? Nach härtesten medizinischen Versuchen, die man mit Ihnen anstellt. Nach wochenlangen Prüfungen durch Computer und Psychiater. Nach einer Ausbildung, die Ihnen die Eingeweide aus dem Leibe reißt, haben Sie es unter Umständen geschafft. Ich schrecke vor nichts zurück. Das habe ich erwartet. Lesen Sie. Foster. Paul J. 804. Nimm ihn unter deine Fittiche. Straker? Ja. Ja, ich werde mit ihm sprechen. Geben Sie mir bitte die Mondbasis. Übrigens, wo bleiben die Berichte, die ich verlangt habe? Aha. Merken Sie sich bitte ein für alle Mal. Wenn ich sofort sage, dann meine ich sofort. Na also.